So, servus Leute. Und euer Sephiroth begrüßt euch. Und wir sind jetzt wieder da, wo wir waren. Ne? Hoffe ich mal. Ja, bei den Wölfen. Und jetzt schauen wir mal, wo das bekackte Wolfstrio hier sein Lager hat. Die wir einfach hier mal mit rumsurfen. Waffe haben wir schon ein bisschen ausgewählt. Gut. Und jetzt schauen wir einfach mal mit rum hier. Und das ist Pfeile. Hurra, Pfeile. Danke. Wunderschön. Ah, Licht, Licht, Licht. Ich brauche eine Fackel. Da kann ich mal etwas anzünden. Ich habe jetzt auch was entdeckt. Das letzte Mal war ich da hinten, mal geschaut. Aber wie ich genau da ganz rüber komme, also hier rüber, wahrscheinlich dann mit dieser Seilwinde hier, wo es später kommt, wo ich schon gesehen habe in den Trailern, da schießt hier so ein Seilpfeil ab und dann kann man sich rüberhangeln. Also ich schätze mal, dass es dann irgendwie so geht oder von hier nicht da drüben oder irgendwie sowas. Ich habe noch gar keinen Plan. Vor allem, warum kann ich das hier anzünden? Das sind jetzt die elementaren Fragen, die ich habe. Einfach bewegen kann ich es nämlich nicht. Ich kann es eigentlich nur anzünden. Und mehr auch mit. Also das muss nun irgendwie reichen. Bewegen kann ich es auch nicht. Naja. Das ist alles nicht so wichtig scheinbar. Kann ich da von hier drüber irgendwie später? Das ist natürlich eine gute Möglichkeit. Von da oben, von hier? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier kann man was ansetzen. Das tun wir auch. Und die Erleuchtung komme ich. Über uns. Genau, erleuchtet sich in Stadt und. Also scheinbar sind die 10 Stationen auf der ganzen Welt, auf der ganzen Insel verteilt. So, ja, des Weiteren kann ich noch hier was machen. Hier unten ist noch eine Bergungskiste. Ich glaube hier unten war es das dann erst einmal. Denke ich mal. Das ist natürlich nicht. Mit der Lauer. So, dann können wir natürlich hier rüber springen. Und den ganzen Müll hier festhangeln. So. Dasselbe kann man da unten machen mit den Stangen. Das ist irgendwie so schwingen lassen. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? Natürlich. Kann man sich hier rüber schwingen und irgendwie. Bis jetzt habe ich immer wieder denselben Weg nach oben gefunden, auch wenn ich relativ anders da gegangen bin. Also, die Pfeile. Ich hab's zu spät gesehen. Ja, hier hängen sie mal ab und zu mal ein paar Stellen. Was zum Teufel, warum? Kann ich von hier nach da, nach da drüben, kann ich nicht springen, auch wenn es so ausschaut. Will ich auch schon ausprobieren. Ein bisschen geklettert bin ich schon. Da ist die Winde da. Ich habe mich schon
gefragt, wozu die Winde da ist. Das hat mich ernsthaft gefragt. Angst, Lava. Ist doch alles hier so berechnet. So, vor allem dann hier hinten. Das verstehe ich nicht. Wie kommt man da hin? Muss man hier irgendwas abschießen? Verstehe ich nicht. Das Upgrade brennender Pfeil holen oder irgendwelche Ideen zufällig? Ich habe dazu keine. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkomme. So sage ich. Ja, das soll nur Angst machen. Kann man schon wieder hoch und runter und kann ja noch später alles erkunden. Das ist ja extra so gemacht, dass man wieder alles erkunden kann. Das Rudel ist da drin. Naja. Und dann kann man ja auch hier dann lang. Und all so Sachen. Da kann man dann irgendwie weiter. Da hinten ist eine geheime Durchgang. Die machen wir später. Ich will, dass mein Kumpan wieder gut geht. Los geht's. Das macht sie auch sehr automatisch. Die Frage anzünden. Blödes Viech. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Sehr, sehr beschäftigt, das Viech. Ne? Wahnsinn. Ich hab ihn. Okay, jetzt zurück zum Loch damit. Genau, zurück zu Wolf. Verdammte Scheiße, ey. Diese scheiß Quicktime-Events von... Das ist so... Nee, da kriegst du eine... Fühlen, wenn du mal die Taste ein bisschen später drückst. Ja, der, der, der. Oh, komm, hey! Was ist denn jetzt schon wieder? Push the F-Button darf ich auch nicht machen, oder was? Jetzt habe ich bloß F durchgehend einmal gedrückt, um auszuprobieren, aber... Scheinbar darfst du es auch nicht. Runter von hier! Tiere gehen jetzt bei mir auch mittlerweile bergungsgut, das ist praktisch. Nein! Warum hältst du dich da oben nicht fest? Oh. Es
Also heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich hätte dich jetzt so geschlagen, wenn du jetzt den festhältst. So geht's auch. Ein Bagger mal ein wenig ausnutzen. Oh, ein Hühnchen. Den ganzen Frust jetzt an dem Hühnchen auslassen. Ein unschuldiges Hühnchen. Chicken Wing essen. Wo ist es? Ich hab Hunger auf Chicken Wings. Tu aus dem Dach von der Seite. Chicken Wing! Ich komme! Ich habe einen Chicken Wing. Gleich muss man am Lagerfeuer. Gut. Flicken wir dich zusammen. In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Hör zu. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann jetzt mal eine Weile nicht klettern. Das verstehen wir alle. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Na klar, sind wir immer. Ich bin bloß zweimal auf dem Weg zu dir gestorben, ist passt schon. Ist okay. Zweimal von Wolf aufgefressen, einmal habe ich mich nicht an so ein Seil festgehalten und bin runtergerutscht. Sonst ist alles okay. So. Hier ist jetzt alles wie klettern. Felswand da drüben ausprobieren. Da hinten kann ich auch klettern, aber wie komme ich da hinten hin? Das wurde zwar angezeigt, aber irgendwie... Weiß ich noch nicht, wie ich da hinkommen soll. Huch! Jetzt bin ich aufgepasst. Ich bin jetzt wieder raus hier. Zum Fackeln entzünden. Voll für den Arsch. Blinkt doch was. Was sonst komme ich nirgends runter. Es ist verflucht.
lernen wir mal ein paar neue Moves zur Abkürzung. Genau, das ist die automatische Abkürzung hier. So, dann das Flugzeug. Jetzt orientiere ich mich mal wegen hier. Damals Flugzeug. Jetzt müsste ich ja da hier die Richtung. Um dahinter zu kommen. Was ist denn los? Halte ich halt fest. Wahnsinn. Na, aber ich komme ja nicht weiter. Es ist ja absolut unmöglich, dass ich jetzt da hochkomme. Da oben ist es auch. Bergungsgut alles, ne? Aber irgendwie komme ich da nicht hin. Ja, mache ich jetzt nochmal hier das versteckte Grab. Vor allem da, weißt du, da hätten wir auch ohne Kletteraxt hochkommen können, aber irgendwie will sie das nicht. Zünd jetzt mal von mir aus was an. Jetzt wird es auch langsamer. Das nervt immer bei Gräbern. Ein Stück weit. Da rennen sie nämlich nicht, da rennen sie automatisch nicht. Warum haben wir? Ah, die hat eine Waffe dabei, hallo? Ja. Also wenn irgendwas ist, Waffe ziehen, drauf schießen. Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Die suchen nach einer Göttin. Würde ich jetzt mal so behaupten. So rein spontan. Vergoldete Figuren. Nina der Sonnenkönigin. Ach, das habe ich schon mal gemacht. Da müssen wir schon die erstmal die Figuren hier niederbürden. Noch James. Dankeschön, James. Der Lehrer wiegt nämlich nichts. Die paar 30 Kilo, was die Frau auf die Waage kriegt, reicht nicht aus, das Gegengewicht irgendwie zu beeindrucken. Man kann sogar noch draufstehen bleiben. Ich möchte wissen, wie viel das Gegengewicht ist, da ist nämlich gar nichts drin. Also das ist ja jetzt eigentlich nur Käfig, gehe ich Käfig. Naja. Und die haben das Skillpoint. Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Wahnsinn. Thank you.
Gott. Bei uns gewittert es ganz schön jetzt. Oh. Sogar Fackelmädchen. Vorne ist doch eh wieder Licht. Renn doch wenigstens. Du bist doch schon mal reingekommen. Was gibt's denn da zu sehen? Gar nichts. Belohnungsorte. Ja, da hinten komme ich irgendwie nicht hin. Ich muss da hoch. Da kann ich dann hier drüber kommen. Wenn ich oben beim Turm bin. Theoretisch. Praktisch. Gewitterig. So, da wollen nämlich die Wölfe fahren. Da muss ich nämlich hoch. Und dann kriegt das Spiel bei mir endlich mal eine Echtzeit-Regenmessung hier. Denn immer hier die Lava. Ich koste mich irgendwann mal meinen letzten. Das schaffe auch nur ich. Das gerade passiert ist, glaube ich. Fall von der Klippe. 30 Meter weit. Schlag mich mindestens dreimal. Und passieren tut nix. Was ist denn jetzt? Oh Mann, dieses Spiel ist geladen. Das ist ja ganz untypisch. So, gut. Ich glaube, ich hab's geschafft. Jetzt schau ich mal überleben. Ich war hier drüben. Kannst ja nicht hin. Aber du musst doch irgendwie auch von hier aus. Ah. Ich muss sagen, du musst doch von hier aus auch irgendwie rüberkommen. Geh halt diesen drüber. Ja, das hätte ich auch gemacht an deiner Stelle, glaube ich. Ehrlich, einmal mit Profis hier arbeiten. So. Chicken Wing. Man kann mich ja von hier nach da nach da. Noch nicht. Ja, das wird jetzt wegen des Leckeres wahrscheinlich. Ich muss jetzt erstmal außen rum. Alles in verschwommener Wasseransicht sehen und drauf los. Jumpen. Ja, gut, okay, wozu ich jetzt Kletterhaken brauche, ist auch fragwürdig. Ich frage einfach gar nicht mehr nach. Wozu ich hier einzelne Dinge brauche, oft einmal. Da hinten ist wieder eine Buddha-Statue.
ganz tolle Geschichte, oder? Und oben drüber ist wieder was zum Anziehen. Spitzwinkt der einen richtig was zusammen. So, jetzt darüber. Ja. Ach, Baby, du schaffst das. Du bist zu gut. Die zweite Statue nämlich angezündet ist, ja. Yeah, und aus dem Wind hier, Baby, das schafft man doch. Und was ist da oben? Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Wunderschön, oder? Da bin ich jetzt, keine Ahnung, wie weit gesprungen, ey. Naja, gut, vielleicht schaffen wir es auch wieder so zurück. Ach ja, schaffen wir das. Ja, das schaut auch perfekt aus. Ja, wie gesagt, das schaffen wir echt, glaube ich. Mich fünfmal zu beschlagen und immer noch eine gute Figur zu machen. Mein Torch, also mein Fackelsage. Das war echt knapp jetzt. Was das hier für Türen sein sollen, das frage ich mich auch immer wieder. Was da reingeht, was da hingeht. Und die Grund stehen ja noch nicht da. Das ist alles ein Grund. Naja. So, darüber kann ich irgendwie nicht mehr. Na gut. Lara, bist du da? Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Soll ich jetzt dann wieder von da rüberkommen? Das ist... Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Mach das lieber. Hey, aufpassen, ein Eindringling! Ich hab eine Waffe! Bitte! Das muss alles nicht sein! Kopfschuss, Kopfschuss. Ungewollt eigentlich. Gar nicht mehr drauf gezielt. Aber naja. So schlimm, so schlecht ist ja nicht. Ich habe gedacht, ich habe was gesehen. Wieder mit dem ganzen Körpereinsatz, aber lecker, lecker. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich auch nicht. Deswegen ist da vorne ein Lagerplatz mit Cutscene. Ich friere schon wieder. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter.
Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Cute. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Ja, scheinbar haben sie es nicht so durchgestanden. Okay, ne? Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf dich. So, meine 2 Ausrüstungs-, meine Fähigkeitspunkte schnell auch ein sammeln, setzen. Das war mein Kampf. Ja, jetzt kann ich mehr Schaden einstecken. Schmutzige Tricks machen wir nicht. Mega Upgrades vielleicht, was nützliches dabei. Zusätzlich Bergungsgut. So viel mit dem Bogen rum Spiel mit der Pistolenmensch.
rein, oder ich lasse mal erzählen. So, und damit verabschiedet sich jetzt schon wieder Sephiroth. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Lava. Ich habe meinen Spaß gehabt. Ja. Und ich sage halt tschüss, bis zum nächsten Mal.